CG Projects und Bandai wird Energy und jede Menge andere. Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und Cyberpunk, wie der Titel schon sagt. Ich habe es gerade frisch ausgepackt, installiert auf der Xbox Series X und will natürlich direkt ins Spiel gucken. Guten Morgen, Night City. Das Ergebnis der Gäste fängt schon mal mega gut an, ne? Solide 30. Kurz mal reinschauen. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. So. Das NCPD persönlich. Zum Fortfahren drücken. Wird gehackt. Ein neues Spiel natürlich. Ich will aber erstmal in die Einstellung gucken. Standard, 100, 100, 100, Steuerung, Gameplay, Grafik, an, Video, Performance, Sprache und so weiter und so fort. Alles da. Profil, wenn du registrierst, kannst du für die Exzessorierung spielen. Kommen wir später zu. Neues Spielchen natürlich. Ich nehme natürlich nur normal. Perfekte Option für Spieler, die entspannten einfach Geschichte nicht mehr. Ja, komm, ja. Jetzt können wir wählen. Street King, Konzern und Nomaden. Du bist Badlands gezogen, Schrottplätze, Treibstoffe geplündert, dein Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber hat auch Vorteile, deine Nomaden trauen und freiheitsliebend. Das heißt, die Straßen von der City verstehen, du musst im Leben, du bist mit Gangsfix-Puppen, du lernst aufgewachsen, Gesetz der Dschungels verlangt die Schlange, die in der einzige Gesetz hast, die Night City noch nicht gebrochen hat. Nehmen wir doch die. Komm, wir nehmen mal ein Mädel. Oh Gottchen hier, jetzt können wir ja mal richtig. Richtig hier rumspielen. Bisschen Freestyle-mäßig. Okay. Stimmlage. Ich bin V. Ich bin V. Female natürlich. Hautfarbe. Da kann man das besser sehen. Gleich gelblich. Diesen mal weiß. Hauttyp. Krank, nicht so krank. Ich glaube, ich nehme die 1. Frisuren. Also da kann man ja schon mal ordentlich was reißen. So, Frisur, Haarfarbe. Rot. Türkis. Blau. Pink. Strohblond gibt's nicht.
glaube, ich nehme. Ich nehme Asier, richtig. Augen. Nein. Erstmal hier Charakterstellung, ey. So, Augenfarbe. Oh, guck mal hier, da gibt es ja richtig krasse Dinger. Krass. Kleine Totenköpfe oder so. Finde ich das hier komplett schwarz, natürlich auch geil. Ich nehme mal die hier. Das ist gut. So. Augenbrauen. So, Augenbrauenfarbe. Kann jetzt natürlich auch noch ein bisschen anpassen. Nase ist okay. Mund müssten wir vielleicht nochmal ran. So, Kiefer. Da haben sie echt viel reingeballert. So, ist okay. Ohren brauchen wir jetzt nicht. Narben im Gesicht. Aus, gibt's keine. Tattoos im Gesicht. Erstmal hier rumspielen, ne? Ja, das finde ich okay. Piercings. Ich muss ja auch welche sehen, ne? Ist jetzt alles nur hier Schönheitsideal. Oh Gott, wird ja immer mehr. Ach komm, das ist okay. Piercingfarbe. Noch mal ein bisschen variieren. Gold. Also so. So, okay, Zähne. Gottchen. Nein. Make-up-Augen. Make-up, Augenfarbe hier. Bisschen angepasst, so. Zähne, Make-up, Lippen. Mach ich aus, fertig. Make-up, Wangen. Da ist hier diese Schönheitsdicke, komm auch aus. Schönheitsfehler. Glatt wie im Popo. Oh Gott, die ist ja nackig. Fingernägel lang.
Das ist jetzt nicht so viel. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das hier. Brust. Groß. Uns echt viel machen, ne? Wir sind Schubinist. Ja, Körper. Das Narbenkörper aus in Italien. Aus. Guck mal hier, Penisgröße. Alter, Alter. Bisschen crazy, ne? Ich will jetzt mal trotzdem wissen. Weiter, so. Jetzt können wir hier noch ein paar Punkte vergeben. Zusätzliche Gesundheitspunkte, zusätzliche Ausdauerpunkte. So, nehmen wir mal. Coolness. Kritischer Schaden wird erhöht. Alle Risse werden erhöht. Gegner entdecken sich in Steam-Modus. Langsamer Schaden. Relaxer, Ruhe, Abfähigkeit. Ausweichen generiert Angriffe dann 1 erhöht. Gegner packen kannst. Wir sind mal hochintelligent. So. Fingerabdruck und das bestätigen. Bestimmt erstmal so ein Intro. Hier, als Schmerzmittel. Eine Nase richten oder Glas. Kurzer Schmerz, dann ist alles okay. Tu's einfach, Ju. Dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermana? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst, diesmal. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich... Ich hab Schulden bei Kirk. Captain Kirk! Mir die Beine, ich bis morgen zahle. Und der Mann, der ist tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollte ihm eine Party schmeißen. Oh, hab Scheiße gebaut, wie? Komm her, wir wollen mal ich raus hier. Mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Willkommen in Cyberpunk 2077, der erste Besuch in Night City Chrome. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr Grundlagen des Spiels zu lernen. Okay. Er ist ein guter Junge. Er ist vom rechten Weg abgekommen. Es sind die Dämonen, die Zerren und seine. Das ist Kirk, nehme ich mal an. Aber ich sag dir, es gibt dir Leid und du willst Frieden. Sie? Hallo? Oh ne, der zeigt dahin, okay. Wir nehmen uns erstmal hier so ein bisschen um. Alles weg.
Kann man nicht benutzen. Ich habe wahrscheinlich eh keine Kohle aktuell. So, Karte, Inventar, Itemherstellung, Charakter. Göttchen. Da muss ich erstmal durchfuseln. So, wir laufen erstmal. War heute im Krankenhaus. Javi hat ein paar gebrochene Rippen. Tutorial mal durch. Suche Kirk im ersten Stock. Haben wir gefunden? Hey Kirk, können wir reden? Was ist passiert? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Ey, Fettsack. Die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Na. So. Hey, was ist dein Problem? Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kreditheim mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Ich weiß. Nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen nebenbei. Ich hab da schon eine Idee. Glaub mir das Auto. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in Nancy. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst nachdem du sie für mich klaust. Zeitung hinlegen. Weiß nicht, ob ich das packe. Wenn ich das mache, ist die Schulden geglichen. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar. Ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie umgehe ich die Secret-Autos, ganze Scheißplan und die... Ja. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Jetzt kriege ich eins. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Ja, der Fette steht auf. Also, sind wir uns einig? Sind wir. Das freut mich. Okidoki. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Das ist ja ganz einfach. Guck mal, hier sogar mit Straßendings. Mit. Ich weiß nicht. Alles rein. Das zu. Also die Bar verlassen, ich weiß. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Kriegt keinen Wiederkampf. Plötzlich, der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Fehlfunktion. Oh, kann man schön machen, ey. Ist der Japaner?
Zivilist. Kann man schön rumscannen hier. So, hier sollen wir aber raus. Lade frei, ne? Ja, man kann alles scannen. Krass, ohne Ladezeit, ne? Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Jetzt kommen wir auch rein. Sag den Leuten im Zirkel Bescheid. Sollen sich bereit halten. Okay, Papa. Wen haben wir denn hier? Das erste Mission. Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Bin vor ein paar Wochen zurückgekommen. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Ich finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Machen wir nächste Folge. Deswegen sage ich mal Dank fürs Zusehen. Wir sind ja quasi noch mitten im Tutorial, würde ich behaupten. Aber der Anfang ist gemacht. Wir sind in der Stadt. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Und tschüss.